Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Heute gibt es das Derby gegen die Black Cats aus Sunderland und Sippel beschwert sich über die Aufstellung. Aber jetzt spielt er nicht mehr auf dem Niveau und muss sich seinen Stammplatz neu erarbeiten. Das wüsste ich aber. De Jong zeigt seine Klasse, das ist richtig. Und mal sehen, wie wir jetzt gegen die Black Cats spielen werden. Erstmal simulieren wir bis zu dem Tag, damit wir eine richtige Aufstellung machen können, die auch fit ist, beziehungsweise mit den Spielern, die halt dann zu dem Zeitpunkt fit sind. Bin ich aber sehr gespannt. Leistungsindikator ist für mich eigentlich nicht, weil wir ja Tabellenführer sind, bisher ungeschlagen. Aktuell ist aus Italien, haben wir drei Spieler. Romagnoli, immer sehr interessant. Hondas Vertrag läuft wohl aus, ja, ist aber auch nicht besonders interessant. Und Gonzalo Rodriguez ebenfalls nicht so wirklich. Da ist Rugani nochmal ein bisschen besser im Vergleich dazu. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal nach. Wie sieht's aus? Die Mannschaft ist, ja, weitestgehend fit. De Jong wird in der Sturmspitze starten. Young wird auf die Bank gehen. Ben Arfa wird in die Startaufstellung rücken. Nastasic bleibt draußen, Sippel bleibt drin, ja, Überraschung, Überraschung, wird auf unserer alten Doppel-6 spielen. Oxlade-Chamberlain, ne, nehme ich mal nicht mit. Ich habe hier drei Wechselspieler, ich habe sogar mehr Wechselspieler theoretisch, wobei ich eigentlich mal Barker bringen könnte oder Altobelli. Ne, wir lassen das so, aber ich glaube, ich wechsle auch Niang nicht an, sondern Altobelli, Reinholz und Barker. Je nach Spielstand werde ich schauen, wie das Ganze läuft. Ich bin ja immer normalerweise einer, der sehr gerne plant, wie er vorher einwechselt, und im Endeffekt macht das doch nicht. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der Tabellen 20. aus Sunderland empfing die Tabellen 1. aus Newcastle im Stadium of Light zum Tyne World Derby. Das erste für viele Neuzugänge von Newcastle United, auch das erste für viele Spieler des AFC Sunderland. Die wollten natürlich hier heute ihren Tabellenplatz so ein bisschen verlassen mit einem Sieg gegen den Tabellen 1. noch ungeschlagen. Die Männer aus Newcastle aus 8 Spielen bisher 7 Siege und ein Unentschieden. Mal sehen, wie das Ganze heute laufen sollte. Nur ein Punkt stand bei den Black Cats zu Buche. Gegen die Magpies sollte das alles sehr viel besser werden, denn wir wissen alle, schwarze Katzen essen gerne Vögel, und da Magpies Elstern sind, könnte das ja ganz gut klappen. Ja, wir werden sehen, wie das Ganze ablaufen wird. Natürlich das Augenmerk auf einen bestimmten Spieler bei Newcastle United, und zwar auf Leonard Adjetey-Sippel, denn der trotz schwacher Leistungen in den letzten Wochen erneut in der Startelf. Das rief einige Kritiker auf den Plan, die sagten, es gäbe bessere Spieler im Kader, die ihre Chance erhalten sollten. Jedoch baute Trainer MGT auf seinen deutschen Nachwuchsspieler. Pantilimo, Jones, Vergini, Zambrano, Van Arnold, Kedamo, Buckley, Britcat, Rodwell, Giacarini und Mandron waren in der Startelf bei Sunderland. Die Black Cats also mit einer relativ defensiven Grundausrichtung, allerdings auch mit einem starken Stürmer in der Sturmspitze, genau wie bei den Magpies auch ein Franzose, der torgefährlichste bei den Black Cats war. Begovic, Yamazan, Ne Laporte, Kurzawa, Sippel und Geis auf der Doppel-6, Kabeja, Ben Afa, Ben Yedda und De Jong in der Startelf in der Spitze waren ja von Trainer MGT aufgeboten worden, um dieses Derby für sich zu entscheiden. Wie gesagt, der Fokus lag auf Leonard Adjetey-Sippel, denn der Sechser musste sich heute beweisen. Der sollte heute zeigen, dass der zu Recht in der Startelf stand und zu Recht das Vertrauen von Trainer MGT genoss. Trotz zuletzt schwacher Leistung sollte man einen Spieler nicht alleine verurteilen. Die erste Chance der Partie hatten die Black Cats hier in dieser 12. Spielminute. Der Schuss geht allerdings am Tor vorbei. Und dann nach knapp 30 Minuten wachte Newcastle ein bisschen aus dem Schläfchen auf. Kurzawa erobert sich den Ball gegen Jones und dann geht ab die Post in die Mitte, gezogen vom Franzosen die Flanke auf De Jong, und der hat keine Probleme. Macht das 1:0 nach 30 gespielten Minuten, eine halbe Stunde rum im Stadium of Light, und schon führten die Magpies gegen die Black Cats ohne großen Aufwand. Die Flanke viel zu einfach. De Jong wird da komplett alleine gelassen. Der Verteidiger läuft sogar noch weg von ihm und dementsprechend muss er diesen Kopfball nur noch einnetzen, und das war mehr als einfach gegen den Rumänen Pantilimo. Und es ging weiter nach 35 Minuten, gerade mal 5 Minuten nach dem 1:0 wird diese Flanke geklärt. Der Ball kommt zu Sippel, und Sippel, ja, der verstummt seine Kritiker. Der lässt seine Kritiker verstummen. Das ist die richtige Wortwahl. Wunderbares Tor von Sippel, natürlich abgefälscht, sonst wäre dieser Ball wohl nicht drin gewesen. Aber auch etwas Glück ist teilweise vonnöten. Sein erstes Saisontor, ja, das erste Saisontor des Sechsers, brachte ihn so ein bisschen wieder auf die Siegerspur, denn das sicherte nicht nur seine Leistung bzw. seine gute Kritik in der Tageszeitung am nächsten Tag, sondern es war auch ein kleiner Aufschwung für ihn. Er spielte sehr gut defensiv, verlor kaum Zweikämpfe, gewann alle Kopfballduelle in der ersten Halbzeit, was sehr beeindruckend ist gegen große Spieler in der Offensive von Sunderland. Und in der zweiten Halbzeit sollte das alles noch ein bisschen besser werden, noch ein bisschen mehr Form annehmen bei Newcastle United, die überlegen waren. Allerdings hatte Sunderland zumindest diese eine Chance gehabt. Mal sehen, wie es im zweiten Durchgang werden sollte. Wir gehen in die erste Szene. Ben Yedda, der wollte gleich mal zeigen, okay, wir haben den Anspruch, hier das dritte Tor zu machen. Der Schuss aber nicht gefährlich fürs Tor von Pantilimo. Und danach wurde es ein bisschen ruppiger in der Partie. Hier sehen wir eine Szene. Ben Yedda, ja, macht das klasse gegen Van Arnold. Und der hat sich wohl ein bisschen davon provozieren lassen. Der Ball kommt hier von De Jong nochmal zu Ben Yedda. Und da ist Van Arnold ohne Chance auf den Ball, gerätscht er da in den Franzosen rein, der natürlich auch schnell weiter
weitergelaufen war. Von daher gibt es da nur die gelbe Karte. Er hätte auch rot geben können, weil man sieht, dass er nur auf den Spieler geht. Aber so gibt es auch einen Freistoß. Und auf der anderen Seite gab es einen Wechsel. Und zwar bei Newcastle kam Barker in die Partie für Salif Sané. Ja, dafür rückte Sippel in die Innenverteidigung. Barker auf die 6er-Position. Und der wollte direkt den Freistoß übernehmen. Mit seinem linken Fuß diesen Ball in die Mitte schlagen. Mal sehen, was der junge Engländer aus dieser Situation direkt mal rausholen kann. Legt sich den Ball zurecht. Die Mauer steht. Aus der Distanz wird er wohl kaum abziehen können. Allerdings kann er eine Flanke reinschlagen aus knapp 40 Metern. Vielleicht könnte die gefährlich werden. Die Flanke kommt gut. Ben Yedder kommt fast ran. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Es bleibt weiterhin beim 2:0. Und aus dem Nichts kam plötzlich mal Sunderland nach vorne. Über Larsson, der Schwede, geht in den 16er. Pass in den Rückraum und da ist plötzlich Rodwell und Begovic ist so überrascht von diesem Schuss, dass er hinfällt und das 1:2 kassiert, 62 Minute, vielleicht nochmal Hoffnung für die Black Cats, die Fans natürlich jetzt aus dem Häuschen waren jetzt da, allerdings kam dann ein Wechsel bei Newcastle, es wurde Niang eingewechselt für Ben Arthur, der relativ unauffällig gespielt hatte, dann der Ball direkt nach der Einwechslung von Ben Yedder auf seinen französischen Kollegen, der setzt sich wunderbar durch der Schuss und Pantilimon mit einer klasse Parade, trotzdem immer einen Eckball und nach Ecken haben sie kopfballstarke Spieler, allerdings, wir wissen das alle, Laporte hat bisher noch nicht ein einziges Tor gemacht. Sané ausgewechselt. Sippel war noch da, aber sollte der vielleicht einen Doppelpack machen? Die Ecke kommt reingeschlagen von Geis. Da ist Laporte, das gibt's ja nicht. 1:3, 76. Minute, das erste Tor des französischen Nationalspielers im Dress der Magpies. Und was für ein schönes. Setzt sich gegen zwei Spieler durch und Pantilimon ist im Endeffekt geschlagen und chancenlos. Wuchtiger Kopfball des Riesen, des neuen Kapitäns in der Verteidigung der Magpies. Und so kann man auf jeden Fall mal sein erstes Pflichtspieltor für seinen neuen Verein nach einem halben Jahr Wartezeit und Durststrecke machen. Pantilimon, wie gesagt, chancenlos und es war so ein bisschen der Knockout-Punch, denn man sah jetzt bei Newcastle, die Spielfreude kam und natürlich auch die Freude persönlich bei Laporte, der sich extrem über dieses Tor natürlich verständlicherweise freute. Es ging aber noch weiter, weitere Chancen auf Seiten der Magpies. Reinholz schickt hier Ben Yedder und der war ja auch in einer kleinen Schaffenskrise, traf in der letzten Zeit seltener, setzt sich hier aber jetzt gleich durch gegen Zambrano, mit viel Tempo in die Mitte gezogen, keiner kann ihn aufhalten, der Schuss trocken in die lange Ecke, 4:1, 84. Minute, die endgültige Entscheidung in diesem Spiel im Tynan World Derby. Ja, richtig. Newcastle gewinnt vollkommen überraschend, der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten. Die ja, sind weiter in die Krise gestürzt und wenn man sieht, wie sie hier verteidigen, viel zu passiv gegen den sehr gefährlichen Ben Yedder, dann ist das wirklich schlecht. Auch diese Chance vergaben sie am Ende. Es war nicht nur abseits, auch Begovic konnte hier diesen Ball noch halten in der 87. Minute. Das war die letzte nennenswerte Szene. Begovic feiert in einem ersten Tynan World Derby seinen ersten Sieg mit den Magpies. Diese vollkommen verdient mit ihrem 8. Saisonsieg im 9. Saisonspiel. So kann es weitergehen. Die Mitgereisten tun natürlich, naja, 10 Meilen sind jetzt nicht so der große Reiseweg, aber trotzdem vollkommen zufrieden mit ihrer Leistung und das vollkommen zu Recht. Ja, wie der Kommentator schon meinte, haben wir da wohl gleich 4 persönliche Krisen überwunden. Einmal die Torkrise von Ben Yedder, der musste langsam mal wieder treffen. Dann die Liga-Torkrise von Sean de Jong, die Torkrise so gesehen auch von Laporte, der endlich sein erstes Tor gemacht hat und die minimale persönliche Krise von Sippel, der sich irgendwie zurückgezeigt hat mit dem Tor, auch wenn ich ja persönlich nicht denke, dass der in der Krise war, aber gut. So, Figueras ist an sich interessant, aber wenn der nur 1,68 groß ist, dann wohl er doch nicht. Ist mir einfach zu klein. So, Figueras, der ist ja geglitscht. Da warte ich einfach mal immer noch auf den Scout-Bericht. So, unser Team muss abgesendet werden hier in der belgischen Nationalmannschaft, aber das lassen wir erstmal. Wir stellen auch für die nächste Partie gegen Cardiff und es wird Reinholz anfangen. Ich will, dass der endlich seine erste Bude macht. Sippel hat sich gefangen, aber Barker kommt jetzt erstmal rein, genauso wie Nastasic. Wir rotieren dementsprechend ein bisschen. Auch Niang wird reinkommen für Ben Arfa. Cabella geht dafür auf die andere Seite. Alto Belli könnte man auch reinbringen für Geis eigentlich, aber da bringe ich lieber Stindel erstmal. Alto Belli werde ich dann auf jeden Fall heute einwechseln. Das schwöre ich hoch und heilig. Können wir noch irgendwen bringen? An sich, glaube ich, erstmal war es das. Ja, das reicht. So, Anita spielt bei uns überhaupt keine Rolle mehr. Habe ich gerade erst gesehen, dass er überhaupt noch da ist. Ich dachte, der wäre schon weg, aber der ist einfach schlecht in Form und dementsprechend sitzt der weiter auf der Bank und versauert da. Aber so kann es laufen. Wir spielen jetzt gegen den Tabellen... Oh, sind abgerutscht. 9. aus Cardiff. Das könnte eine interessante Partie werden. Haben wieder sehr, sehr wenige Gegentore. Obwohl, gar nicht mal. In 9 Spielen 9 Gegentore. Okay, aber wenige Tore geschossen. Das könnte gut für uns sein. Naja, schauen wir mal nach. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Zu Hause im St. James' Park wollte Newcastle und hätte die nächsten 3 Punkte einfahren gegen Cardiff City und die Männer aus Wales aus der walisischen Hauptstadt mit der Schwalbe auf dem Logo wollten gegen die Magpies, also gegen die Elstern, natürlich auch eine gute Figur machen. Mittlerweile ein bisschen abgerutscht in der Tabelle, nach anfänglich richtig gutem Start auf Tabellenplatz 4, mittlerweile nur auf Tabellenplatz 9, der zu Buche stand für die Männer aus Wales. Ja, die waren hier angereist, um Punkte mitzunehmen, aber natürlich wollte man auch die Siegesserie fortsetzen, beziehungsweise die ungeschlagene Serie auf Seiten der Magpies. Begovic momentan ein Garant für den Sieg, immer wenn er spielt,
Naja, dann gibt es eigentlich keine Niederlage. Bisher gab es ja allgemein noch keine Niederlage in dieser Saison. Begovic, Jammert, Nastasic, Laporte, Kurzawa, Barkas, Stindl, Nianka, Beja, Ben Yedda und Reinholz. Ja, der junge Deutsche durfte mal wieder von Anfang an spielen. Eine etwas veränderte Aufstellung im Vergleich zur letzten Woche. Unter anderem Nastasic, Barka und Stindl in die Startaufstellung reingerückt. Ebenfalls natürlich Reinholz. Auf der anderen Seite gab es keine größeren Überraschungen. Joe Inge Berget war der Leader in dieser Mannschaft. Marshall, Theophil, Catherine, Carla, Turner, Fabio, Craig, Newen, Berget, Gunnarsson, Burgstaller, Maynard und Abel Hernandez, der Neuzugang von Hull City in der Sturmspitze. Ja, das Team sah an sich nicht schlecht aus im 4-4-2 aufgestellt und natürlich nicht der Favorit gegen das hochfavorisierte Newcastle United. Und die machten ihrer Favoritenrolle gleich mal ein bisschen Druck. Hier kam Reinholz an den Ball und der will einfach mal ein Solo machen, der Youngster, der deutsche Jungspund, 16 Jahre gerade mal alt, setzt sich durch gegen Fabio, macht das gut, zieht in die Mitte gegen Turner und es gibt keinen Elfmeter in dieser Situation. Niemand versteht so wirklich, warum es in dieser Situation keinen Elfmeter gibt, aber es gibt ihn einfach nicht. Turner hat wohl irgendwie den Ball doch noch getroffen und dementsprechend bleibt es hier erstmal beim 0-0. Es gibt einen Eckball, ja, der ausgeführt von Lars Stindl, dem Neuzugang ebenfalls aus Deutschland von Hannover 96 vor der Saison ablösefrei verpflichtet worden. Und der macht mittlerweile die Standards. Wenn Cabella gerade mal keine Lust hat, bringt den gut rein. Da ist Reinholz, kommt nicht ran, aber der Ball kommt zum angesprochenen Cabella, der sich gegen Eikrem durchsetzen kann. Der dritte Norweger in der Startelf, dann kommt gut Reinholz mit Megasprungkraft. Ja, macht da fast schon Ronaldo nach, aber der Ball geht übers Tor. Und dann kam nach Cardiff City nach vorne über Maynard, der mit dem Ball in die Spitze auf Craig Newen und der versucht mal, aber der Schuss nicht besonders gefährlich. Begovic ohne größere Probleme und dann ging es wieder in die Drangphase rein von Newcastle United. Es gibt einen Freistoß nach knapp 32 Minuten und die gelbe Karte jetzt wirklich für Turner, denn dieses Foul an Ben Yedda war einfach 1-4. Dementsprechend kriegt der Engländer hier ja den gelben Karton vom Schiedsrichter erteilt und Cabella versucht es direkt aus 40 Metern knapp, juckt den nicht, gehalten vom Marshall. Gute Tat des Schotten im Tor von Cardiff. Das wäre hier bei uns wohl das 1-0 gewesen. Danach war Halbzeit im St. James' Park ein 0-0 bisher zwischen Newcastle und Cardiff. Keine besonders aufregende Partie, allerdings mit einigen Highlights. Also, es sollte besser werden, beziehungsweise es musste besser werden in der zweiten Halbzeit, wenn ihr eins der beiden Teams gewinnen wollte. Und tat es das? Na? Wir werden sehen. Erstes Hin- und zweiten Durchgang. Ben Yedda mit der Flanke hier in die Mitte nach dem wunderbaren Trick gegen den Außenverteidiger. Barker mit dem Schuss wird abgefälscht und es gibt Eckball. Und direkt danach wurde gewechselt auf Seiten von Magpies. Und zwar kam Kingsley Coman, der Franzose, geholt von Juventus Turin zu seinem nächsten Einsatz. Barker spielt ihn hier herrlich frei. Coman im Strafraum. Coman 1-0, 60. Spielminute. Gerade erst auf dem Platz und schon ist er erfolgreich. Auch Niang hätte diesen Ball übernehmen können, aber nein, es macht der andere Mann aus Italien Goal. Kingsley Coman mit seinem nächsten Tor für die Magpies. Wunderbar gemacht. Der klasse Pass von Barker in seinem Startelf-Debüt in dieser Saison spielt den jungen Franzosen super frei und der nutzt diese Chance dann und hätte sogar noch ein weiteres Tor erzielen können. Hier wieder Niang setzt sich durch gegen Turner, der schon gelb war, kann nicht eingreifen. Der Ball auf Coman und der ist ein bisschen zu lasch. Der Abschluss schafft es nicht, den Doppelpack zu schnüren. Das wäre natürlich ein klasse Einstand gewesen nach seiner Einwechslung. Hingegen kam auf der anderen Seite nochmal Cardiff zum Zug. Gunnarsson die Flanke auf Lefondre, aber das Spiel ist schon abgepfiffen. Es bleibt beim 1-0, denn er stand hier knapp im Abseits. Glück für die Magpies in dieser Situation. Das wäre bitter gewesen, denn man war ja das klar bessere Team und gewann im Endeffekt dementsprechend auch verdient gegen schwache Waliser. Die traten nicht besonders stark auf in der Offensive, defensiv viel zu schwach, um gegen die Magpies bestehen zu können. Die zwar nur mit dem 1-0, aber das reicht halt in manchen Spielen auch. Die Toons dementsprechend zufrieden, Trainer MGT zufrieden. Ja, der 9. Sieg im 10. Spiel. Wenn es mal so weitergeht, dann brechen die noch weitere Rekorde. Ja, ich würde sagen, golden gewechselt, ne? Ich glaube, sonst hätte ich den Ball nicht mehr ins Tor bekommen. Das war irgendwie eine ziemlich geile Vorstellung trotzdem. Sehr, sehr gut gespielt und der nächste Sieg wurde eingefahren. Nächste Episode geht es dann weiter in der Königsklasse gegen Braga, gegen die wir ja schon auswärts gewonnen haben. Diesmal sind wir zu Hause dran. Brian Perea haben wir hier, läuft in 9 Monaten aus. Sieht an sich nicht uninteressant aus, allerdings, ja, der Abschluss, da hapert es ein bisschen, das ist nicht so geil. Perin hat ein Rating von 76, ist auch langsam echt alt, also ganz so geil ist das nicht. Neto, nee, auch nicht unbedingt. Was haben wir hier noch? Viviano ist auch nicht wirklich interessant. Der Mann von Palermo und Gabriel Paletta, Agazzi sind alle nicht so wirklich was für mich. So, Pressekonferenz haben wir noch vor dem Spiel gegen Braga. Wir loben unsere Mannschaft, denn die macht sie momentan gut. Ich bin froh, dass Coman endlich mal getroffen hat. Der bleibt jetzt auf der Bank. Muss ja belohnt werden, dafür noch ein zweites Tor machen können, aber man will ja nicht sofort zu viel verlangen. Wer bleibt denn dafür dann draußen? Wen habe ich denn rausgesetzt? Niemanden, oder? Morrison sitzt immer noch draußen. Morrison wird irgendwann schon wieder zurückkommen. Ach, wir kriegen das schon alles hin. Das wird schon alles. Gut, ich verabschiede mich von dieser Episode. Wird gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.